Hallo, bitte schön, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, genau. Zunge muss wach werden. für COH. So, jetzt haben wir es. Ich habe jetzt mal Pointe-Hueck und Wolfese weggemacht. Mal so tun, als ob ich competitive wäre. Das sind keine Maps, die normalerweise. Obwohl Wolfese könnte spielen, wenn ich einen Briten habe, aber da muss ja kompetent sein. Wollen wir mal nicht zu viel erwarten, von daher machen wir es lieber aus. Also, Pointe-Hueck das aus. Eigentlich meine ich meine Erfahrung mit Gärchen, dass eine gar klare Allies-Map ist, aber. Ich wage mich daran zu erinnern, dass das im Automatch nicht gut funktioniert, weil die Mitspieler sich immer massakrieren lassen. Und Duclair hasse ich auch. Naja, Marki Mark. War das nicht dieser, wie hieß der? Mark Wahlberg, der mit Baseballschläger auf einen losgegangen ist, weil er Rassist ist? Ich weiß nicht, ob man den als Vorbild nehmen sollte. Na gut, jeder wie er will. Volleyball ignoriert das ja auch. So. Ich mache, glaube ich, normales Gameplay, ne? Kein WSC. WSC-Start ist, finde ich persönlich, machbar. Im Teamspiel sogar gut machbar. Aber für die normalen. Für diese Automatches. Also ich will den Leuten ja nichts, ja. Aber ich hatte letztens einen gesehen, der hatte halt nur Sniper geholt, kein MG, kein gar nichts und dann später einen einzelnen Airborne und so abgeworfen. Das funktioniert natürlich nicht. Also die Leute spielen WSC völlig falsch, meiner Meinung nach, die ich bisher gesehen habe, hier die meisten. Und da bin ich nie glücklich, wenn ich einen WSC-Mitspieler dann sehe. Du. Ach, schon eine Party. Okay. Aha, Sieg! Er hat das Kappen aufgehört. Hat er direkt eingestellt, also es wird diesmal ein guter Spieler sein. Dann hat er eigentlich auch First Shot dadurch, war schon in der Deckung. Aber das ist trotzdem mal so eine Wundertüte, die da gewinnt, meiner Meinung nach. Also nur wenn man mehr hat, habe ich trotzdem schon zig Fights gesehen, die ich damit verliere. Ja, einer ist auch schon tot, zu erwarten gewesen. Aber er kappt halt zumindest nicht, ne? In der Zeit. Und ich sehe das MG vor allem. So, danke. MG wird neu ausgerichtet, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön vom Mitspieler, dass er da ist. Den richtigen anklicken und den Kio wegholen. Und dann können wir das MG klauen. Ich muss das wegholen, das MG. Lieber reinforcen an der Welt. Das ist zu wertvoll für sowas. Vielleicht hätte ich auch da bleiben können, um den zu bekämpfen. Ich glaube, er verliert den Fight jetzt. Ne? Also, wenn ich da geblieben wäre, vielleicht hätten wir das dann auch so gewonnen. Aber das war ein MG, dem Wehrmachtler geklaut. Ne? Das ist einfach zu kostbar, um das zu ignorieren. Riskant, was ich jetzt hier mache, aber ich will den Punkt halt schnell. Trotzdem, wie gesagt, den Wehrmacht einen MG klauen ist immer eine gute Sache. Kann man gut mitarbeiten mit so einem Ding. So, Kontakt, nice. App Control ist etabliert. Pela hat gar nicht mitgemacht, deswegen haben wir 1 gegen 2. Natürlich hervorragend gewesen. Viele Gegner. Auch wenn ich Deckung hatte und er nicht. Los geht's. Der Mitspieler ist gut, der kommt immer wieder an die Front und macht mit bei solchen Fights. Das ist eine ganz nette Geschichte. Ist aber ein MG. Macht das Ganze ein bisschen einfacher.
Ich habe unten nicht hingeguckt, weil ich ein Noob bin. All in. Müssen wir gleich wieder runtergehen. Machen wir noch einen Rifle. So, und dann kommen wir jetzt um den Block da unten. Na komm, na komm. Muss man jetzt aufpassen, dass man nicht auch in eine Gegend vom Gegner läuft, ne? Also solche Kämpfe sind gut, weil ich da Erfahrung kriege. Das können wir gerne machen. Gerne machen. Muss ich trotzdem zum Treibstoff runter. Aber dafür den Treibstoff oben. Aber der Teil hat funktioniert. WSC. WSC. Das andere WSC. Genau, einfach hier holen. Oben wird gesniped. Ja, der Wehrmachtler hat einen Sniper geholt. Okay. Dann muss ich leider erstmal den Typen da verjagen. Schnell, Männer, errichtet hier ein Nachschublager. Ein bisschen Glück kriegen wir den gespuckt. Oh, ich habe die Einheiten vergessen, weil ich ein True-Noob bin. Die Jungs verlassen sich euch gefällt. Den lassen wir gleich das bauen, das kostet 240. Dauert einen halben Moment. Das ist halt jetzt der Marksman von dem irgendwo, ne? Geht WSC für Counter-Snipe. Hervorragend! Endlich mal ein Mitspieler, der weiß, was Sache ist. Und Sniper kann schon anstrengend sein. Ich muss immer die Shortkeys üben jetzt hier. Was haben wir denn? Also B, M... Da ist halt jetzt ein Sniper da oben. Ach, er ist weggegangen. Aber wenn der Sniper wirklich da wäre, dann wäre er nicht weggegangen, vermute ich mal. Go, 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 go. Bin ich gerade in die Mine getreten? Nee. Im Norden. Das wird dann meine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Jetzt kommt er natürlich. Kein zweites MG gebaut, der Gegner, ne? Kavallerie naht. Die Kavallerie naht.
Ja, da hinten ist wahrscheinlich gleich der T oder so, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er hat zwei gebaut, also wenn wir jetzt parken, dann können wir auch zurückfahren. Ja, die fahren hin und her. Heal gleich holen. Er hat schon einen Heal, ah, okay. Und der Wehrmacher geht wieder nach Hause. Genau, dann in die Armut krass. Okay, das riskiere ich jetzt. Pack fürs Team holen. Das ist jetzt riskant hier, ne, vor der gegnerischen Base. Ich war, glaube ich, gerade ein Packschuss. Und das ist ein AT-AT, ja. Also es war Käse, was ich da gemacht habe. Das war eigentlich klar, dass das böse enden könnte. Eigentlich war das klar gewesen, dass das böse enden könnte. Und der AT-AT ist auf jeden Fall auch auf dem Feld, also hier vorne ist keine gute Stellung zum Stehen. Wie ich das mal so sagen darf. Das war Käse von mir gespielt. Mine aufgedeckt leider. Ja, also wenn das AT-AT, da komme ich nicht tot, dann muss ich da jetzt weg. Nicht, ob wir das verteidigen können, so ein OP. Ich bin mal greedy. Ich sag mal, wir können das. Ich habe keine Munition. Und Fuck. Nein, Sekunde, okay. Also, ich habe ja schon weggeklickt, bevor das hier sichtbar wurde. Das war natürlich Käse. So, da kommt die Pack. Die ist ein bisschen sicherer. Mortar. Kann man mal einen Heal holen. Ja, der PEler versteht sich ja sein Handwerk. Finde ich schon mal alle heilen. Motorschaden, okay. Ich habe leider keine Muni, ne? Das ist das Problem. Sniper töten. Pack, vielleicht auf den Gegner drehen. Werden wir überlaufen. Gut. Ja, ich hätte den OP nicht spielen dürfen. Das war hier ganz guter Fehler. Jetzt geht alles im Bach runter. Muss ich die leider in Sicherheit bringen. Ja, das war nicht gut gespielt von mir mit dem OP. Der Weifelfuck hat natürlich auch nicht geholfen, muss man sagen. So, Heal holen. Ich meine, wir haben ja unten und oben. Es ist nicht so, dass es eine Riesenkatastrophe war, aber wir haben jetzt natürlich ein bisschen was verloren. Ne? Und das hätte ich sicher mit einem besseren Gameplay verhindern können. Und die Pack vor allem auch verloren. Also, geht auch neu. Die habe ich viel zu aggressiv hingestellt. Also P und dann vorne hinstellen, das war in Summe ein Fehler. Und der Riflefuck hat mich dann eben auch zurückgeworfen. Also es waren sogar zwei Riflefucks, wenn ich das sehe. Und ein Pio habe ich auch gefuckt bekommen. Also das hat mich jetzt extrem zurückgeworfen. Und die Mortar werden ja jetzt ausgeschaltet vom Gegner. Also die Packs mit Mortar und so ausgeschaltet. Obwohl Mortar und so auch die Aufgabe von meinem Mitspieler jetzt wieder wäre, ne, sich darum zu kümmern.
Naja, ich kann jetzt die andere gleich hochziehen. Ich glaube, ich mache das auch. Ich hätte die Bar auch nicht hacken dürfen. Gleich bauen. Noch die Artillerie. So ein MG ist praktisch. Naja, der braucht einen Screening-Schirmer mit Spieler, ne? Ich brauch Sicht. Ja, die kappen da ganz gleich hier auf der linken Seite. Das geht natürlich nicht. Ja, das ist ein erfahrener PE-Spieler. So, ich muss auf jeden Fall um die Paktum herum spielen. Ja, I know. Aber der muss jetzt einfach die zu Ende kappen und dann weg da. Ich glaube, dass das riskant ist, den Decap, aber ich will den jetzt machen. Ja, und Druck. Ja, das war zu riskant gewesen. Jetzt habe ich keine Einheiten mehr. Also katastrophal gespielt von mir. Katastrophal. Eigentlich darf man sowas nicht machen. Das ist einfach, ne? Weil ich bin das nicht gewohnt, dass die Gegner mit Kompetenz wieder spielen. Und von daher habe ich jetzt Müll gemacht. So, machen wir jetzt die Artillerie. Aber ich habe natürlich jetzt unendlich viele Einheiten verloren. Ohne Einheiten lässt sich nur schwer spielen. Wo wollte ich eigentlich da drauf haben? Und gut. Genau, das Park, das ATHT. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich wusste, dass beides da stand. Ne? Also völliger Blödsinn, den ich da spiele. Völliger Blödsinn. Zumindest haben wir den PE da jetzt. Sniper ist leider tot. So, nice. So, ich glaube, die hatten da immer da hinten irgendwie Spaß. Und nicht hingeguckt, eine halbe Sekunde. Jetzt gibt es den nächsten Punkt. Oh Gott. Ja, was habe ich noch? Ein Rifle? Also, ich spiele das halt wie der erste Mensch, ne? Okay. Nicht gut, nicht gut. Ah, da liegt noch eine Mine, wo wollen wir nicht hin? OP kann ich mir nicht leisten, genau genommen. Der Adler hat gar nichts getroffen, aber der Schirm konnte reinfahren zumindest. Und wir haben den Mortarn alles dement. Okay, lass das einfach mal heilen nebenbei. Meine gesamte Armee fucken lassen. Vielleicht sollte ich nicht vor dem Kaffee das nächste Mal spielen. Aber es ist halt auch die Gewohnheit, dass man nicht gewohnt ist, dass die Gegner halt, ne, kämpfen. Die Pack mitgenommen, hervorragend der Mann. Jetzt haben wir zwei Packs. Eigentlich drei sogar, aber es sind zwei Wehrmacht-Packs, ne, muss man dazu sagen. Also das mit dem M8-Gameplay, was ich gemacht habe, ne, was so schlecht war. Das ist halt, ihr müsst die Defensive einsetzen auf dieser Map, gerade da, wo beide zusammenstehen, gerade wenn die Einheiten sogar alle sichtbar waren. Ne? Also da habe ich wirklich alles falsch gemacht. So, das müssen wir da gleich nochmal reinhalten. Die werden sich halt da hinten irgendwo aufstellen. Ist ein bisschen geraten, ne? Aber das kann man, glaube ich, beantworten. Hier ist noch eine ATH hier, der Mitspieler. Der Feind. Die Arte schießt leider daneben. Ja, das war es halt wert, das Risiko. Ist die Frage, ob das funktioniert da unten.
mir ein bisschen Siegpunktdruck. Ach, der hat 7 Kills gemacht, also ich habe wohl Glückstreffer gelandet. Okay, holt er sich. Ich will eine zweite Adlerie jetzt bauen, ist nicht gleich das Geld. Naja, das mit dem M8, das tut mir schwer weh, wie ich die beiden gespielt habe. Und dann natürlich, klar, der eine wurde instant geguckt, das war halt Pech, aber da war, glaube ich, eine Menge, was man hätte besser machen können. Ketten, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben ja hier stehen. Der Pack hinter uns geklaut. Okay. Ist jetzt, glaube ich, vorbei. Der hat auch gegeben, der eine, könnte man sagen. Ich habe schon Punkte, viele gesehen, die natürlich auch mit einem Siegpunkt verloren werden noch, aber ich denke, dass wir das hier haben sollten. Aber es ist mal schön, Mitspieler zu haben, der sein Handwerk versteht. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist mal was ganz Neues. Laufwege ein bisschen decken. Ja, das ist, glaube ich, wenn die den Stecker beim Modem ziehen, ne? Weil schlechte Verlierer sind, damit das Spiel nicht gewertet wird. Mir ist das Ranking ja egal, ja. Also ich meine, das ist halt eine Ranking-Community, die aus 10 Spielern gefühlt besteht. Ja? Und selbst wenn es 1000 wären oder 10.000 Millionen, wen interessiert das Ranking? Aber der hat einfach einen Stecker gezogen, der Gegner. Also ein ganz, ganz schlechter Verlierer. Naja, solche Typen gibt es halt. Tiger oder wer das da war. Ja. Also katastrophales Spiel, weil wir die ganzen Fuck. Oh. Habe ich 3 Rifles geguckt bekommen und 2 Pius oder sowas. Und dann die beiden M8s natürlich. Und der Einsatz der M8 war, beide sind ja umsonst gestorben. Ich hätte ja beide falsch hingestellt. Gut, wie gesagt, der eine Fuck, ne, wegen dem Amod K, das war einfach zack und tot. Ich habe den Rückzug schon geklickt, da konnte ich jetzt nichts für. Bei dem Sturm hätte ich schneller reagieren müssen. Da ist halt, ne, bin halt ich. Aber die Summe der Fuchs, die spricht ja für sich, dass ich da was falsch mache. Ich bin halt nicht mehr gewohnt, dass die Gegner sich wehren. Und dann reagiere ich zu langsam, bin zu risikoreich. Ja, also mein Mitspieler hat sich einen super Job gemacht. Generell hat man auch mehr Punkte, wenn man nicht Sniper spielt. Und das macht er auch ganz gut, wie man gesehen hat. Das ist also solide, da muss ich mir keine Gedanken machen. War der schlechteste Spieler. Na gut, ich habe Support gespielt. Also der WSC, wenn der Support spielt, ne, OP spielen und Dings da, ne, den Pax und so holen, dann habt ihr meist weniger Punkte. Die Sniper sind die Punktelieferanten. Aber auch schlechter als der Gegner. Kein Wunder, wenn man sich alles gucken lässt, kann man den Gegner nichts mehr töten. Was für ein schlechtes Spiel von mir. Was für ein schlechtes Spiel. Aber ich hole mir jetzt einen Kaffee und dann gehe ich arbeiten. Und nachmittag mache ich nochmal eins. Und dann wird es vielleicht besser. In dem Sinne, ciao, ciao.